Ich stelle mich erstmal vor. Hallo, mein Name ist Nora Espers. Ich bin freie Journalistin, arbeite hauptsächlich für den WDR und für Deutschlandfunk Nova und habe angefangen 2015 im Hobby zu podcasten. Ich hatte keine Ahnung, wie das ausufern wird und habe inzwischen drei Podcasts, die ich recht regelmäßig bespiele. Der eine ist die Anachronistin, das wird das Hauptthema sein. Nicht, weil ich hier gerne shameless Self-Marketing machen möchte, was ja eigentlich das Thema war, sondern weil ich natürlich am besten über meinen eigenen Podcast sprechen kann und auch sagen kann, was ich da eigentlich gemacht habe und wieso das Endprodukt so aussieht, wie es heute aussieht. Ich möchte euch aber auch ganz am Anfang ein bisschen mitnehmen in die aktuelle Studienlage zum Thema Podcasting, weil ich finde, es ist immer ganz gut zu wissen, wo wir uns denn eigentlich gerade befinden. Also wie sieht der Podcast-Markt als solcher aus? Warum hören Menschen Podcasts? Wo hören sie Podcasts? Das sind so die wichtigsten Themen. Ich habe versucht, uns viel Platz zu lassen, zum einen, um mal wo reinzuhören und zum anderen auch, um hinterher Fragen beantworten zu können. Also ich hoffe, dass ich hier so nicht mehr als 40 Minuten selber quatsche. Wenn ihr ganz dringende Fragen habt, könnt ihr die rein, rufen. Mein Problem ist, ich antworte immer sehr ausführlich auf Fragen. Das klaut eine Menge Zeit. Deswegen wäre das toll, wenn es nicht super, super, super dringend ist, wenn wir die am Schluss stellen könnten. Das wäre ganz großartig. Ich teile dann jetzt meinen Bildschirm mit euch. Und dann würde ich sagen, wir starten mit der Präsentation. Also, berührende Podcasts erstellen. Ich habe das dahinter geschrieben, ohne Plan, weil ich tatsächlich völlig planlos da reingestolpert bin in die ganze Geschichte. Die Anachronistin. Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. So fangen meine Podcasts alle an. Ihr hört schon, ich habe da einen sehr ernsten Ton drauf. Das stammt aus den Anfangszeiten. Da hat sich auch bei mir sprechtechnisch einiges entwickelt. Am Anfang hatte ich noch nicht so einen richtigen Anpack und vor allen Dingen, ich habe mich eigentlich gar nicht getraut. Aber irgendwann muss man das ja anfangen einfach. Also wenn ihr euch auch nicht traut, ihr seid in bester Gesellschaft. Wenn man irgendwann dann angefangen hat, wird es irgendwann auch besser. Genau, um euch so ein bisschen zu verorten, was sind denn die aktuellen Zahlen? Das ist jetzt genau vor einer Woche der aktuelle Online-Audio-Monitor 2020 rausgekommen. Und da steht drin, dass inzwischen 50 Millionen Personen ab 14 Jahren zumindest gelegentlich Online-Audio-Angebote nutzen. Online-Audio-Angebote meint nicht Podcast exklusiv, sondern alles, was im Netz hörbar ist, also auch Musikstreaming und ähnliches, Radiobeiträge auf Abruf und das, was es da sonst noch gibt. Gelegentlich haben die definiert mit mindestens einmal im Monat. Ich war ein bisschen, ja, verwundert, warum die das genommen haben, weil ich finde einmal im Monat echt sehr wenig. Da könnte im Prinzip ja jeder zustimmen. Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, naja, wenn es zum Beispiel bei Podcasts oder nach Podcasts gefragt wird, macht es schon Sinn, weil es gibt ja Podcasts, die erscheinen nur einmal im Monat. Und wenn ich nur einen einzigen Podcast höre mit einer monatlichen Erscheinungsweise, möchte ich ja vielleicht trotzdem mitgezählt werden, weil ich dann Podcast-Hörender bin. Und deswegen habe ich dann überlegt, es ist vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee, dann wenigstens mindestens einmal im Monat zu nehmen als Kenngröße. Es gibt auch Podcasts, die erscheinen quartalsmäßig oder wie die Anachronistin in letzter Zeit sehr, sehr unregelmäßig. Die fallen da im Zweifel nicht mit drunter. Aber es kann natürlich sein, dass Menschen auch mehrere Podcasts hören. Ich habe meinem Podcatcher, glaube ich, inzwischen 50 verschiedene Podcasts. Ich dürfte aber auch nicht zählen. Ich würde auch nicht befragt werden. Das ist völlig unrepräsentativ. Auf jeden Fall erreichen wir im Moment mit Online-Audio-Angeboten 71% der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren. Und das ist ein Zuwachs von 6,1 Millionen zu 2019. Und das ist schon richtig viel. Also der Sprung von 2018 zu 2019 lag bei 3 Millionen und von 2018 zu 2019 eben bei 6,1 Millionen. Das ist schon eine ordentliche Entwicklung. 24% aller Befragten hören Podcasts und, ne, also, das sind auch deutlich mehr nochmal. Also auch da ist einfach eine Menge dazugekommen. Und von diesen Leuten hört einfach jeder Dritte mindestens einen Podcast.
insgesamt sozusagen 5,5 Millionen mindestens gelegentliche Podcast-HörerInnen deutschlandweit. Da ist noch viel Luft nach oben. Es könnten ja alle Podcasts hören. Deswegen, das sind so in absoluten Zahlen, gemessen an der Gesamtbevölkerung, ist das noch ein kleiner Markt. Das muss man zugeben. Aber es ist einer mit einer, das kann man jetzt nicht mehr Tendenz nennen. Und von einem Trend ist es auch so ein bisschen schon weg. Das hat sich jetzt etabliert in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren, dass die Nutzung wirklich deutlich ansteigt und auch die Angebote ansteigen. Ich glaube, das hängt halt zusammen dadurch, dass zum Beispiel Unternehmen wie Spotify, ich habe da meine Probleme mit, aber die haben halt hart in den Podcastmarkt investiert, weil sie da neue Abonnentinnen vermuten. Und deswegen haben die überlegt, dass Podcasts ihnen neue Menschen auf die Plattform holen, die eben dann auch die Musik streamen. Das, was ihr auf der rechten Seite seht, ich sage jetzt einfach du, mal ganz unverschämt zu allen, ich kann euch wahrscheinlich nicht sehen, deswegen seid ihr jetzt alle du, ist FYD.de, F-Y-Y-D. FYD ist eine deutsche Podcast-Suchmaschine. Die kennen nicht viele Menschen, aber wir haben ein klitzekleines Problem mit Charts in den verschiedenen oder auf den verschiedenen Plattformen, weil bei den Spotify-Charts im Zweifel nicht alle Podcasts mitgezählt werden. Und so ist es auch bei Apple Podcasts. Also die werden ja vor allen Dingen ihre eigenen Podcasts da featuren und promoten. Und es gibt ja diese Spotify-Only-Podcasts, die tauchen zum Beispiel in den iTunes-Charts, ne, nicht mehr auf. So, von daher bleibt es irgendwie so, dass man plattformabhängig ist, wenn man nach Podcasts sucht. Und wenn man bei FYD nachguckt, dann ist man plattformunabhängig. Die messen eigentlich oder listen alles auf, was im deutschen Podcast-Markt so verfügbar ist. Das hat jemand privat programmiert, aus Spaß an der Freude und aus der freien PodcasterInnen-Szene. Und die findet ihr zum Beispiel bei sendegate.de. Also wenn ihr Fragen zu Technik habt, zu Mikrofonierung, wenn ihr Podcast-Partnerinnen sucht, wenn ihr mal eine Einschätzung haben wollt, welche Podcast-Hoster wie angesehen sind, wie viel kosten, welchen Service die haben. Das ist alles intensiv diskutiert auf der Plattform sendegate.de in verschiedensten Threads. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig, was solche Informationen angeht. Genau. Also fast 24 Millionen Deutsche nutzen Podcasts und über 10 Millionen aktiv. Ne? Also da einfach nochmal die Bestätigung, wie viele das eigentlich sind. Das ist eine andere Studie, deswegen habe ich die mit reingenommen. Das ist die Gold Media Pod Ratings Studie, die man jetzt auch bekommen kann seit einer Woche. Die bestätigt im Prinzip das, was auch der Online-Audio-Monitor von sich gegeben hat. Ich bin immer gerne fürs Zwei-Quellen-Prinzip zu haben. So, die Top-Inhalte, und das finde ich halt auch sehr spannend. Die Top-Inhalte sind Infosendungen, Wissens- und Lernbeiträge, Unterhaltung und Comedy sowie Nachrichten. Oder wenn man es thematisch bündelt, Politik und Gesellschaft, Wissenschaft und Technik auf 2 und auf 3 Freizeit-Hobby-Games. Der Gaming-Markt ist übrigens extrem gut vertreten in der Podcast-Szene und gerade da, wo es um Games geht, wird auch tatsächlich Geld mit Podcasten verdient. Das liegt unter anderem daran, dass man im Bereich Gaming schon gewohnt ist, Geld zu zahlen, zum Beispiel für In-App-Käufe oder In-Game-Käufe. Wenn man Waffen oder Skills haben möchte, dann muss man im Gaming dafür Geld bezahlen. Und so geht es eben auch bei Podcasts. Deswegen können die hinter einer Paywall verschwinden und haben trotzdem ZuhörerInnen und verdienen damit Geld. So, genau. Was man hier auch nochmal schön sieht, ist tatsächlich auch der riesige Sprung, den dann vor allen Dingen Podcasts und Radiosendungen auf Abruf gemacht haben. Also ein Grund ist, dass die Podcasts natürlich wesentlich besser geworden sind, also auch qualitativ besser geworden sind. Der andere Grund sind die Audiotheken der Öffentlich-Rechtlichen, weil dadurch natürlich Radiosendungen viel bequemer abgerufen werden können. Ich kann die abonnieren. Also jetzt zum Beispiel das Hörspiel, das zur neuen Staffel Babylon Berlin rausgekommen ist, kann man in der ARD Audiothek App abonnieren, so wie man früher auch Podcasts abonniert hat oder Playlists anfertigen. Das sind neue Entwicklungen in den Audiotheken, die einfach das Abrufen von Audios wesentlich bequemer machen, als das vorher der Fall war und maßgeblich dazu beitragen, dass sich dieser Markt einfach auch in der Form entwickelt.
Entscheidend ist vor allen Dingen, finde ich persönlich, wo abgerufen wird. Und wir sehen einfach, dass Online-Audio, egal ob jetzt Musik oder Radiobeiträge, vor allen Dingen über Smartphone abgerufen werden. Da sind es 76%, also es sind 3% mehr noch als letztes Jahr. Dass das Wachstum da nicht so riesig ist, liegt daran, dass es eh schon eine sehr hohe Verbreitung gab. Und interessant ist, finde ich, dass sehr viele Menschen oder sehr viel mehr Menschen im Auto abrufen, also Audio Stream zum Beispiel, indem sie ihr iPhone oder was auch immer für ein Smartphone da anklemmen oder mit dem Autoradio verbinden. Das hat zugenommen. Plus Smart TV, also es wird Audio über Smart TV gestreamt. Und das liegt auch daran, dass YouTube eine wichtige Plattform ist für PodcasterInnen. Also man glaubt das nicht, weil es klingt erst so, Podcast ist Audio, was soll YouTube da? Aber YouTube hat ja auch einen eigenen Musikdienst. Und YouTube wird auch als Musikstreaming-Plattform vor allen Dingen von einer sehr jungen Zielgruppe genutzt. Und die hören darüber auch ihre Podcasts. Das heißt, wenn ich einen Podcast produziere, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, ob ich im Zweifel in irgendeiner Form bei YouTube auftauchen will. Das muss gar nicht mal mit Bild sein, es können auch Audiogramme sein, weil geguckt wird es sowieso nicht, es wird vor allen Dingen gehört. Was ich spannend fand, war, dass Sie jetzt im Online-Audio-Monitor erstmals nach den Nutzungsmotiven gefragt haben. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass Menschen wegen Tiefe und Ausführlichkeit, mit der bestimmte Themen behandelt werden, Podcasts hören. Das finde ich extrem spannend, weil es lange dieses Dogma gab, wir müssen in Medien alles möglichst kurz halten. Schnell, ne? Snackable Content war lange das Stichwort. Und jetzt haben wir sozusagen das verbrieft, was PodcasterInnen aus Erfahrung schon lange sagen, dass es eine Zielgruppe für lange Formate, das muss nicht ausufernd sein, das müssen nicht 3 Stunden sein, aber für ausführliche, lange Formate, die sich einem Thema in der Tiefe widmen. Genauso sieht es aus eben mit speziellen Themen, also auch nicht nur als ein Gespräch abzufertigen, sondern in einer Serie von Gesprächen. Das heißt, ich kann mich dem Thema länger und intensiver widmen, dass die Menschen, Moderatoren und Gastgeber, die den Podcast machen, schon vorher gut fanden und deswegen auch den Podcast hören, ist jetzt nicht so verwunderlich. Ich finde nur, wenn man sich die Relevanz anguckt, dann ist es erstaunlich viel weniger. Also da sozusagen Thema und Tiefe stehen noch über Prominenz. Und das finde ich ehrlich gesagt ein interessantes Ergebnis, was das angeht. Und dass die Medienmarke, die dahinter steht, also der Absender oder die Quelle von Relevanz ist, ist schon so, aber auch deutlich weniger, als ich das bislang angenommen hätte. Also das Verkaufsargument ist im Zweifel nicht der Sender oder der Verlag, der da drauf steht, sondern vor allen Dingen der Inhalt. Also Content is King, das hatten wir auch schon in diesen Netzzusammenhängen, aber das zählt vor allen Dingen für den Podcast. So. Und hier sehen wir nochmal die Relevanz der verschiedenen Plattformen und das sind die Top 3 sind Musikstreaming-Dienste, YouTube oder andere Videoseiten und Websites sowie Apps und Audiotheken von Radiosendern. Was man bei diesen ganzen Ergebnissen anmerken muss, die Studie ist gemacht worden, ich glaube, die Befragungen sind gemacht worden im Juni und Juli, also während der Corona-Pandemie und während sozusagen noch in weiten Teilen Kontaktbeschränkungen gegolten haben, die noch nicht ganz aufgelöst waren. Und es gibt definitiv einen Corona-Effekt in diesen Ergebnissen. Also die sind jetzt nicht 1:1 mit dem Jahr davor vergleichbar. Das liegt daran, dass viele Leute dann zum Beispiel im Homeoffice gearbeitet haben. Wenn man sich vorstellt, Menschen arbeiten im Homeoffice und eben nicht im Großraumbüro, ist auch vorstellbar, dass die Nutzung von Audioinhalten dadurch zugenommen hat. Also die Frage ist, haben die Leute, wenn sie nicht mehr im Homeoffice arbeiten, noch genauso viel Zeit, sich Audio-Content zu widmen oder nicht? Damit könnte auch zusammenhängen, dass zum Beispiel Websites oder YouTube so eine große Bedeutung haben, weil wenn ich am Rechner sitze, dann höre ich mir vielleicht den Podcast auf der Website selber an. Was aber auch heißt, wenn ich einen Podcast mache, ist es gar nicht ungünstig, dass ich auch eine Website anbiete, auf der ich den hören kann.
Das muss ich nicht. Ich kann einen Podcast machen, der ausschließlich in Apps verfügbar ist, also auf Spotify oder Apple iTunes oder Deezer oder wie sie alle heißen. Es ist aber sinnvoll, eine Website dazu anzubieten, wo man dieses Audio eben auch abrufen kann, sodass man keine App und keine Plattform nutzen muss. Das hier mal kurz der Überblick über die Landschaft. Das, was unter diesem kleinen Bildschirm steht, das sind aktuell die Plattformen, auf denen man Audioinhalte bekommen kann. Und das muss ich ungefähr halbjährlich mindestens anpassen. Und letztes Jahr musste ich da sehr viele neue Plattformen dazu packen. Ich gehe mal von oben links nach unten rechts. Also Audible macht Paid Content und hat den vor allen Dingen abgeschlossen auf der Plattform, gehört zu Amazon. Fayo, das ist das rechts daneben, ist seit 2 oder 3 Monaten draußen. Das ist das Portal der ProSiebenSat.1-Gruppe. Und die haben sehr massiv in Podcasts investiert. Ich war bis jetzt beratend an 2 Podcasts beteiligt. Das sage ich nur so als Disclaimer, damit keiner sagt, ich mache hier Werbung für irgendwas. Ne? Es gab die ohne meine Beteiligung. Ich bin nicht schuld, dass ProSiebenSat.1 eine neue Podcast-Plattform gemacht hat. Ich bin nur beteiligt gewesen an Inhalten, die da produziert worden sind, die ich natürlich auch sehr gut finde, sonst hätte ich nicht mit denen zusammengearbeitet. Aber es ist einfach spannend zu sehen, dass sich ein Unternehmen wie ProSiebenSat.1 Entertainment in diesen Markt begibt mit einer eigenen Plattform, mit einer eigenen App. Spotify brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Die haben vor allen Dingen als Erste angefangen mit diesen Exclusive-Inhalten, also Podcasts, die ich wirklich nur auf Spotify hören kann, die ich nicht woanders bekomme. Podimo kommt aus dem skandinavischen Raum. Das ist eine Podcast-Plattform, die sich vorgenommen hat, dass PodcasterInnen da ihre Podcasts monetarisieren können. Ähnlich wie bei Spotify, KünstlerInnen und MusikerInnen können da PodcasterInnen sozusagen pro Stream einen 0,-Cent-Betrag irgendwie bekommen. Wenn man sich da anmeldet, da gab es harte Diskussionen um diese Plattform. Das könnt ihr euch aber alles im Sendegate durchlesen, wenn euch das näher interessiert. Dann rechts daneben haben wir die Soundcloud. Das ist keine Podcast-spezifische Plattform, wird aber gerne von PodcasterInnen genutzt, weil sie einfach leicht zugänglich ist. Dann haben wir unten links Google Play, also die Podcasts von Google. Daneben YouTube Music, Deezer, Audio Now, die waren vor ProSiebenSat.1 im Markt, das ist die Plattform von RTL. Da gibt es zum Beispiel, das ist ein sehr spannendes Projekt, die haben mit angestoßen den Podcast von der Polarstern, das ist ein Forschungsschiff in der Arktik, das heißt Arctic Drift, das Ganze. Das ist extrem ausproduziert und das Spannende an der Polarstern ist, sie ist vom Alfred-Wegener-Institut. So heißt das Forschungsinstitut dazu. Und das Spannende daran ist, die haben in der Kajüte des Kapitäns bereits ein kleines Podcast-Studio mitgedacht. Also die sind sozusagen schon mit dem Podcast-Studio auf See auf Reisen gegangen. Das ist eine sehr spannende Entwicklung, finde ich. Und last but not least, rechts natürlich Apple Podcasts, die überhaupt erst angefangen haben, das möglich zu machen, was wir heute Podcast nennen. Auf der rechten Seite ist einfach beispielhaft, ne, wo kann ich sie abrufen, also Podcasts, wenn ich das Smartphone benutze. Da gehen natürlich Webseiten, genauso wie YouTube oder irgendwelche Streaming-Apps und Podcatcher. Beispielhaft da Overcast, AntennaPod, da gibt es oben rechts ist, glaube ich, Podcat und da gibt es einfach sehr viele verschiedene Anbieter mit und ohne Werbung. Einige muss man bezahlen, dann hat man keine Werbung drin, andere sind kostenlos. Das muss man sich ein bisschen auf sich zuschneiden. Man könnte jetzt fragen, warum brauche ich die überhaupt? Die bieten Zusatznutzen für diejenigen, die Podcasts hören. Da kann man zum Beispiel Podcasts in 2- bis 4-facher Geschwindigkeit hören. Das mag Menschen komisch vorkommen, aber ich kenne tatsächlich Leute, die aufgrund ihres hohen Podcast-Konsums eine mindestens doppelte Geschwindigkeit bevorzugen beim Konsum ihrer Inhalte. Es gibt dann sowas wie einen Sleep Timer oder Overcast hat einen Voice Boost. Das heißt, wenn ein Podcast in einer nicht so guten Qualität aufgenommen worden ist, kann die App mir helfen, sozusagen die Qualität zu verbessern, die der Podcast so mitbringt. Das kann ich sogar als Standardeinstellung speichern. Ich kann mir da Playlisten machen und so weiter.
Da will ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber es gibt eine Vielzahl von diesen Podcatchern. Und wer dazu Fragen hat, der schreibt sowas bei Twitter rein und bekommt dann sehr viele Vorschläge und Antworten und kann sich da vielleicht ein bisschen orientieren, was das angeht. So, kommen wir zum Eigentlichen. Das ist der Podcast Die Anachronistin. Und da würde ich sagen, Anfang ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Also auf den Anfang kommt es an versus auf das Anfangen kommt es an. Als ich 2014 angefangen habe, den ersten Blogpost zu machen, wusste ich nicht, dass das ein Podcast wird. Ich wollte eigentlich nur bloggen und hatte aber so lange Texte und dachte, das liest sowieso keiner. Also habe ich dann angefangen oder habe überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, dass ich diese Texte vorlese, einlese. Jetzt muss man dazu sagen, ich war da schon Hörfunkjournalistin, bin aber nicht drauf gekommen, dass das was mit dem Bloggen zu tun hätte. Ich weiß auch nicht, warum ich da so eine Schranke im Kopf hatte, aber es war tatsächlich so. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich überlegt, wie ich an Kohle kommen kann und habe mich mit der Plattform Narando beschäftigt, um für das Vorlesen von Artikeln Geld zu bekommen. Ich dachte, das ist eine spitzen Idee. Im zweiten Gedanken habe ich dann überlegt, dass er eigentlich auch meine Texte vorlesen könnte. Dann kriege ich zwar kein Geld, aber habe meine Zeit sinnvoll investiert und habe dann angefangen, 2015 meinen ersten Text vorzulesen. Und da waren immer so kleine Zitate von meinem Vater drin, mit dem ich Interviews gemacht habe. Und die habe ich dann da reingebaut. Ab dem Zeitpunkt war mir dann klar, das ist das, was ich auch im Hörfunk eigentlich die ganze Zeit mache, Beiträge bauen. Warum ich da nicht früher darauf gekommen bin, ich weiß es nicht. Es klingt absurd, aber es ist halt so. Das habe ich dann bei SoundCloud hochgeladen und habe dann gedacht, cool, jetzt hast du einen Podcast. Und so bin ich zu meinem Podcast gekommen. Also ich habe wirklich völlig ohne Konzept. Ich habe einfach angefangen, das zu machen, aus völlig anderen Gründen, als einen Podcast zu starten. Das ist mein Studio. Und das ist tatsächlich so. Da sieht man, ich habe ein Apogee-USB-Mikrofon mit Nierencharakteristik. Also es ist ein Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik. Das ist angeklemmt an einen Mikrofonständer. Das Schwarze hinter meiner Hand und hinter dem Zettel ist so ein Absorber, also ein Screen. Bräuchte ich nicht, weil ich stehe vor einem Wenn ich die Bücher so ein bisschen rein und rausrücken würde, hätte ich im Prinzip einen ähnlichen Effekt. Jetzt habe ich es aber nur mal, weil ich es richtig machen wollte. Und jetzt wird es auch benutzt. So. Und vor meinem Mikrofon ist ein Popkiller, um die Zisch, Plopp und sonstigen Laute da rauszufiltern. Genau. Und zur Dramaturgie. Das Ding ist, also mein Großvater ist 1903 in Mönchengladbach geboren, war Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten und musste 1933 bereits aus Deutschland fliehen, und zwar im April. Als die Nazis die politischen Gegner alle dingfest gemacht und zum Teil oder zu großen Teilen auch ermordet haben. Und ist dann in die Niederlande geflohen und hat dabei meinen Vater mitgenommen. Der ist nämlich geboren 1931 und der war 2 Jahre alt. Und mein Großvater wird 1942 von den Nazis in Antwerpen gefangen genommen und am 9. September 1943, also war gerade der 77. Todestag, von den Nazis erhängt nach einem Todesurteil wegen Hochverrat. Das hat in sich natürlich schon eine Dramaturgie, die ganze Geschichte. Ne? Also wer war er vorher, wie kam es zur Flucht, was passiert dann im Exil, dann kommt ja wieder eine Flucht, als die Deutschen am 10. Mai 1940 in die Niederlande und Belgien und Luxemburg einfallen, bis zur Gefangennahme, die Verhöre und dann letztendlich das endet halt mit dem Tod meines Großvaters. Soweit bin ich noch nicht, aber so wird es halt sein. Das ist eine abgeschlossene Dramaturgie. Da brauche ich jetzt nicht extra was zu kreieren. Und ich persönlich finde, historischer Stoff wird immer dann spannend, wenn er Bezüge zur Gegenwart bekommt. Also wenn wir uns fragen können, was hat das eigentlich mit mir zu tun oder was hat das mit uns heute zu tun? Und das ist was für mich Motivation war, überhaupt diesen Podcast anzufangen, weil ich festgestellt habe, das, was mein Großvater erlebt hat und mit ihm natürlich mein Vater, der einfach durch Flucht und Verfolgung schwerst traumatisiert war, hat natürlich auch Auswirkungen auf mich. Und ich habe halt so mit Mitte 30 angefangen, festzustellen, welche das sind und wollte das deswegen erzählen. Also nicht, weil ich mir besonders leid tue, sondern weil mir klar war,
Okay, das geht aber ja im Prinzip allen Menschen so, die solche Geschichten erlebt haben. Also wer etwas Traumatisierendes erlebt hat, der wird diese Traumata weitertragen an folgende Generationen. Und anhand dieser Geschichte kann man das ganz gut aufzeigen. Weil ich aber so viel Material hatte und dann aber die Pegida-Demonstrationen gestartet sind, hatte ich das Gefühl, ich kann nicht warten, bis ich fertig bin mit der Recherche. Also ich kann nicht erst 5 Jahre recherchieren und dann was veröffentlichen. Also ist meine Recherche, meine Suche nach Unterlagen zu meinem Großvater Teil dieser Dramaturgie. Und meine Strategie war wirklich einfach machen. Und es gab auch wenig Vorbilder. Also so ein Podcast, wie ich den gemacht habe 2015, den gab es im deutschsprachigen Raum in der Form nicht. Es gab keine erzählten Familiengeschichten in Serie oder so. Kurz nach mir hat, ich glaube, Marietta Schwarz angefangen. Die hat es nachher bei SWR 2 gemacht. Das heißt, glaube ich, Mutter und ich oder Mutti und ich. Die hat Gespräche mit ihrer Mutter eben geführt, auch über diese Zeit. Aber die hat tatsächlich nach mir angefangen. Ja, so, also. Es geht aber natürlich auch mit Plan, ne? Also das ist das, was ihr hier übrigens da neben mir seht. Das habe ich da als Foto. Man kann plotten, wenn man schon erfolgreich recherchiert hat. Das ist ein Plot, der stammt von, ich glaube, der ist 2 oder 3 Jahre alt. Da habe ich die Jahre 1933 bis 35 skizziert, einfach um mir mal so ein paar Knotenpunkte in der Geschichte zu vergegenwärtigen. Das hängt in meinem Wohnzimmer. Ich habe aber gar nicht nochmal drauf geguckt, weil die Zeit habe ich ja schon abgehakt. Warum das jetzt immer noch hier hängt, da können wir drüber reden, das möchte ich auch, glaube ich, nicht. Also liegt einfach nur daran, ich wüsste nicht, wo ich das jetzt gerade unterbringen soll und im Zweifel kann man da trotzdem nochmal einen Blick drauf werfen. Wer mehr darüber erfahren möchte, das ist jetzt wirklich schamlos Werbung, aber ich werde nicht bezahlt, deswegen extra Hashtag unbezahlte Werbung. Es gibt ein ganz fantastisches Buch von Kollegen Sven Preger, das heißt Geschichten erzählen, Storytelling für Radio und Podcast. Der hat über einen langen Zeitraum sich mit Storytelling beschäftigt und auch Podcasts aus dem amerikanischen Raum dazu beispielhaft herangezogen. Und das ist das erste Fachbuch, das ich nicht weglegen konnte, weil es ihm gelingt, selbst im Fachbuch das, was er für Storytelling herauskristallisiert hat, was eben spannende Geschichten ausmacht, zu vermitteln. Selbst wenn man sich, glaube ich, nicht für das Thema interessiert, könnte man das einfach so weglesen. Deswegen herzliche Empfehlung, das lässt sich fantastisch lesen. Es hat wirklich gute Inhaltspunkte und ich habe sozusagen beim Lesen des Buches auch schon neue Stories geplottet, weil das wirklich eine Anleitung ist. Kann ich jedem nur empfehlen und jeder. So. Und genau, in meinem Podcast gibt es 3 Protagonisten. Das muss man halt rauskristallisieren. Wer sind sie eigentlich? Das bin zum einen ich, Nora Hespers, 39 Jahre alt, stimmt nicht mehr, es sind inzwischen dann doch 42. Sorry, ich wollte hier nicht lügen. Ich habe das nicht mehr, ich habe da gar nicht gesehen, dass ich mein Alter reingeschrieben habe. Dann ist es mein Vater, Dietrich Franz Hespers. Der ist am 31. Januar 2018 gestorben, aber mit dem habe ich halt Interviews geführt zwischen 2014 und 2016. Ich glaube 5 Stück, 1 bis 2 Stunden, also da ist eine Menge Material zusammengekommen. Und natürlich mein Großvater, Theodor Franz Maria Hespers und dessen Geschichte. Das sind so die 3 Hauptfiguren in allen Beiträgen und die Anachronistin, also meine Rolle sozusagen als Erzählerin. Genau, und hier sieht man die einmal. Meine Großmutter kommt auch vor, allerdings nicht so prominent wie mein Großvater, einfach weil es über die gar nicht so viele Geschichten gibt. Der kleine Klops da in der Mitte ist mein Vater als Erwachsener dann nicht mehr so, also ne, deutlich gealtert, würde ich behaupten. Da sind wir auf dem Weg zum Widerstandsmuseum nach Amsterdam, um da gemeinsam zu sprechen. Genau, und ja. Mit dem Reformhandel als Tarnung war Melick ein perfekter Ort für konspirative Treffen zwischen den niederländischen Friedensaktivisten um Max Beritz und weiteren Immigranten und Flüchtlingen aus Deutschland. Denn Melick lag nur wenige Kilometer von der deutsch-holländischen Grenze entfernt. Perfekt für verbündete Besucher aus Mönchengladbach. Genau zu dieser Zeit kam es aber immer häufiger auch zu Entführungen in der Grenzregion. Deshalb haben die niederländischen Behörden meinen Großvater Anfang 1935 dazu aufgefordert, das Grenzgebiet aus Sicherheitsgründen zu verlassen.
Es ging also weiter ins Landesinnere, nach Helmond, einen Ort in der Nähe von Eindhoven. Das ist nur so ein ganz kurzer Einblick, wie das konstruiert ist. Es ist relativ zurückgenommen. Also man hat meine Erzählerstimme, man hat zwischendurch ein bisschen Musik, man bekommt Eindrücke über das Leben im Exil. Und dann habe ich immer wieder so entweder Versatzstücke aus den Interviews mit meinem Vater oder, weil ich ganz viele fantastische KollegInnen habe, auch schon mal, die mir dann Auszüge aus Verhörprotokollen vorlesen. Ich gucke nur so unverschämt auf die Uhr, weil ich euch nicht so viel Zeit klauen möchte. Also, es ist eine serielle Erzählung und jede Episode hat Bezug zur Gegenwart. Ich versuche, möglichst chronologisch zu erzählen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil ich bei der Recherche manchmal Dinge entdecke, die dann doch vorher wichtig waren. Und genau, die haue ich dann nochmal raus zwischendurch. Ich wechsle die Perspektiven, also zwischen Vergangenheit, Gegenwart oder auch Geschehnissen, die uns jetzt so betreffen. Und ich habe keine feste Länge. Das ist eine Lieblingsfrage von Leuten. Wie lang ist denn der perfekte Podcast? Niemand weiß es. Die Länge ist bei mir abhängig vom Inhalt. Also wenn ich nur Inhalt habe für 10 Minuten, dann ist der Podcast 10 Minuten. Wenn ich Inhalt habe für 1 Stunde, dann ist der Podcast 1 Stunde. Und das ist ja eigentlich das Schöne und was es auch verschieden macht zum Radio. Ich kann halt nach Inhalt entscheiden, wie lang etwas sein muss und muss es nicht entscheiden nach der Sendeuhr. Wir haben das beim Drosten-Podcast auch gemerkt. Es gibt welche, die sind 30 Minuten lang und jetzt die letzten waren alle über 1 Stunde, weil sie nur noch einmal die Woche machen. Diese Freiheiten habe ich, wenn ich podcaste. So, was man machen kann, um Leute bei der Stange zu halten, sind natürlich immer Cliffhanger. Das kennen wir auch aus anderen Medien. Bei mir ist es so, es kann passieren, muss aber nicht. Ich arbeite nicht zwingend auf einen Cliffhanger hin. Ich mache manchmal auch einfach die Geschichte zu. Aber es wissen ja alle, dass die Geschichte noch nicht fertig ist. Und es wollen natürlich alle wissen, wie es denn jetzt zuletzt dazu gekommen ist, dass mein Großvater verhaftet wurde und dass sie ihn dann auch umgebracht haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Leute dann deswegen wiederkommen. Die wollen auch irgendwann das Ende der Geschichte erleben. Genau, und deswegen habe ich, glaube ich, das Glück, dass wenn ich Cliffhanger mache, dann kommen die ganz organisch. Also die sind nicht konstruiert und deswegen fühlt sich das auch nicht so gemein an, als wenn es konstruiert wäre. Was aber kein Negativkriterium ist. Genau. Was ist ohne Persönlichkeit keine Geschichte oder ohne Geschichte keine Geschichte. Ne? Aber wenn ihr solche Geschichten erzählt, dann leben die von den Persönlichkeiten. Das könnt ihr sein, also auch Reporter und Reporterinnen können Teil der Geschichte sein. Das kann aber auch eine Protagonistin oder ein Protagonist sein. Wichtig ist einfach, dass diese Persönlichkeit rauskommt und auch trägt. Genau. Podcasts leben eben auch von authentischen ErzählerInnen. Es gibt einen kleinen Streit darüber, aber ich weiß nicht, ob ihr von Margot Overath, Uri Jalloh und die Toten im Polizeirevier Dessau gehört habt. Das ist ein 5-teiliges, ich würde es Feature nennen. Es wurde als Podcast verkauft. Ich habe ein einziges Problem damit. Es ist wirklich eine hervorragende Recherche. Es ist fantastisch erzählt. Es ist richtig bedrückend auch zwischendurch. Das Problem ist, dass sie eine Sprecherin genommen haben, finde ich, weil ständig, also die Person in diesem Podcast sagt halt immer, ich ist aber jemand ganz anderes. Und ich finde das unauthentisch. Es gibt Menschen, die sagen, es ist künstlerische Freiheit. Das mag sein, dass man da auf dieser Position steht. Ich als Hörerin möchte, wenn jemand ich sagt, dass es auch die Person ist, die das sagt und nicht irgendwer, der es vorliest. Und dann komme ich da nicht so gut mit zurecht. Und Podcasts leben eben auch von der Nahbarkeit der Persönlichkeiten. Also PodcasterInnen sind ansprechbar für die HörerInnen. Das ist nicht so wie beim Radio, dass man dann eine Mail schreibt und beim Zuschauerservice landet, sondern wir sind ansprechbar. Wir sind zum Teil auf Twitter, auf Instagram. Man kann Wünsche äußern, Feedback geben. Was habe ich bei meinem anderen Podcast, den Was denkst du denn Podcast? Da geht es um Philosophie. Und wir nehmen regelmäßig HörerInnen-Wünsche auf und bauen die mit ein oder besprechen deren Themen. So, genau. Da müssen wir, glaube ich, kurz drüber spulen. Das wäre ein Textauszug, wo man dann auch hören kann, wie es klingt, wenn es erzählt ist. Was ich daran gerne deutlich machen möchte, wenn wir einen Text selber lesen, hat das eine andere Qualität, als wenn wirklich die Personen sprechen, mit denen wir gesprochen haben. Ich persönlich finde,
Text hilft uns, Distanz zu schaffen. Und wenn uns das aber jemand erzählt, dann kommt uns das viel näher. Also es ist was anderes, ob ich da hinschreibe, was Selma Meyer passiert ist, oder ob mein Vater das mit seiner Erzählerstimme erzählt und auch wirklich nachdrücklich deutlich macht, was das für eine Tragweite hatte. Genau, und einen Podcast kann ich euch nicht vorbeilassen. Das ist der Podcast von Bastian Berbner mit Alexandra Roykow. Die haben jetzt gerade den Deutschen Radiopreis bekommen. Die haben einen Weg gewählt, das vorzustellen, der super interessant ist. Und den möchte ich euch jetzt ganz kurz noch vorspielen. 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Sondern in das Bügelbrett hat nachgegeben. Das ist, wenn man hier mit Profis zusammenarbeitet. Was soll man machen? Today is an historic day. That day was it blew me apart. Celebrations in Dublin as the result of. Ihr hört 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Mein Name ist Bastian Berbner. Very, very old, very old. Und ich bin Alexandra Roykow. No, not interested at all. Hi, Alex. Hallo, Basti. I have what every child needs, loving parents. It is problematic for guys to think about where willies go when they don't go into vaginas, I suppose. It would have been a fine thing if the house fell down. Die Geschichte, die ich dir heute erzählen will, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Gut für dich. Vielleicht freust du dich ja auch. Ich freue mich auch unbedingt. Okay, ich hoffe doch. Und zwar habe ich dir wie immer ein Foto mitgebracht. Es geht um diesen Mann hier. Also der wird so Mitte, Ende 50 vermutlich sein. Das würde mich jetzt freuen, er ist nämlich schon Anfang 60. Er hat die Hände hinterm Rücken verschränkt, so wie das Männer mittleren Alters machen. Was denke ich über ihn? Ich würde tippen, dass er so ein bisschen altmodisch ist, so wie sein Pullover. Mhm. Hinter ihm im Bild ist eine Kirche zu sehen und ein Berg. Es ist alles sehr grün. Das könnte jetzt der Schwarzwald sein. Nee, zu wenig Berge, zu wenig Bäume. Du hast gesagt, es sieht sehr, sehr grün aus. Wo könnte das sein? Es ist Irland. Yes! In the year of our Lord 1806, we set sail from the Lord. Das ist Finbar O'Brien. Aus Irland. Und ich weiß, dein Englisch ist sehr gut, aber irisches Englisch ist natürlich nochmal besonders, war es zumindest für mich, als ich ihn interviewt habe. Wollen wir mal einen kurzen Test machen? Unbedingt. Das ist wie in der Schule hier. I'm from a small village out the road from here. And the most exciting thing might happen is a horse that galloped through the village or something. Und das soll ich verstehen, ja? Also ich kann es erraten. Sag mal. Er sagt, dass er aus einem kleinen Dorf kommt. Punkt, Punkt, Punkt. Fügen Sie irgendwas ein, dass es heißen könnte. Und das the most exciting thing, das Spannendste, was ihm je passiert ist, ist... Wenn mal ein Pferd durch die Straßen galoppiert. Hat er gesagt? Pferd? Wirklich? Kann ich das nochmal hören? A horse galloped through the village or something. Oh, um Gottes Willen. Willkommen in McCroom, Irland. So. Das, was die zwei da machen, ist tatsächlich bis jetzt einzigartig gewesen in der deutschen Podcast-Landschaft. Das Setting ist so, ich würde das normalerweise erarbeiten, ich erzähle es euch jetzt einfach, das Setting ist so, Bastian Berbner ist der Geschichtenerzähler, der hat den Story-Leitfaden und Alexander Roykow muss sich sozusagen durch die Geschichte fragen, sie ist sozusagen sein Counterpart. Das hat was von einem Rollenspiel, finde ich. Es ist ein sehr riskant, Geschichten so zu erzählen, weil Bastian Berbner hat einen Faktor X und dieser Faktor X ist seine Kollegin. Das heißt, er muss sozusagen den Spielleiter machen durch diese Geschichte, weiß aber nicht, wohin ihn die Kollegin mit ihren Fragen treibt. Das heißt, die haben sehr aufwendig produziert und zwar haben die sowas gemacht, das würde man in den USA Burning Tape nennen. Das heißt, sie haben sehr oft aufgenommen, sehr viel Material produziert und das am Ende so zusammengeschnitten, dass da ungefähr eine Stunde bei rumkommt. Und als der dann den Deutschen Radiopreis gewonnen hat, macht er das auch transparent, was sie da gemacht haben und hat eine kleine Forderung an alle, die Podcasts produzieren. So, jetzt muss ich ganz schnell klicken, damit ihr da mit reinkommt. Boah, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Es ist ziemlich genau 3 Jahre her, da habe ich meinen Kumpel Ole Pflüger angerufen und habe gesagt, ich brauche deine Hilfe bei einem Podcast. Wird sau viel Arbeit,
kein Budget, keine Redaktion, wir müssen es irgendwie alleine hinkriegen. Und warum erzähle ich das? Weil er sofort Ja gesagt hat. Und er derjenige war, der sich dann 2 Jahre lang durch 120 Stunden Rohmaterial geschnitten hat und es so brillant montiert hat, dass der NDR am Ende gesagt hat, das nehmen wir, das veröffentlichen wir. Er müsste heute Abend hier stehen, genauso wie Alexandra Roykow, die dritte im Bunde, die dann noch dazugekommen ist. Alex, Ole, das ist genauso euer Preis. Ich freue mich wirklich riesig, riesig, riesig. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mich noch einen kleinen Ticken mehr freuen, wenn die Branche diese aufwendige Art des Storytellings, die wir betrieben haben, nicht nur feiern würde an Abenden wie diesen, sondern wenn sie in Zukunft auch noch ein kleines bisschen mehr mit in die Verantwortung gehen würde, wenn es um die Produktion geht. Wenn mehr Redaktionen sagen würden, wir gehen auch mit ins Risiko, auch ins Finanzielle, wenn es darum geht, solche Geschichten und solche Formate zu produzieren. Vielen Dank. So, also das ist wirklich ein sehr, sehr deutliches Statement, finde ich, von Bastian Dapner, und das ist genau das, was es ist. Das, was ich da mache mit die Anachronistin, hat zero Finanzierung. Null, gar nichts. Ich habe 3000 Seiten Verhörakten, Quellen, Bücher und so weiter bei mir zu Hause liegen. Ich war mehrfach im Deutschen Bundesarchiv in Berlin, inklusive Übernachtung, Fahrtkosten, Interviewzeiten, Transkriptionen der ganzen Interviews mit meinem Vater. Das, was ich da produziere, ist im Prinzip nicht stemmbar, wenn man das an der Redaktion verkauft. Ja, das ist so nicht finanzierbar. Ich habe inzwischen über 40 Folgen produziert. Das sind knapp 10 Stunden. Jeder kann sich ja mal überlegen oder durchrechnen, wie man 10 Stunden, wenn man jetzt mal ein Feature-Honorar zugrunde legt, wie das honoriert werden würde und was ich da eigentlich bislang kostenlos ins Netz gestellt habe. Das sollte so nicht sein. So, genau, aber das war jetzt mein Hobby, das war ein Angang, aber es wäre natürlich schön, wenn in Zukunft solche Geschichten und solche Storytelling eben solcher Geschichten dann bei Redaktionen finanziert werden könnte. Und ihr hättet jetzt ein gutes Argument, wenn ihr selber eine Geschichte habt, die ihr an eine Redaktion verkaufen wollt, dann könnt ihr immer mit diesem Video von Bastian Dapner hingehen und sagen, so, es ist super gelaufen, hat dafür einen Preis gekriegt, ich möchte sowas auch machen, können wir da bitte mal gemeinsam reden? Und es sind auch oft keine, das bei mir ist eine One-Woman-Show, ne, bei Bastian Dapner saßen da schon mehr Leute. Und in den USA gibt es ganze Redaktionsteams, die nur für einen einzigen Podcast zuständig sind. Ich habe noch kurz ein paar Vorschläge für euch, wenn ihr euch weiter durchhören wollt. Bitte hört euch Mensch Mutter an. Katharina Thoms hat dafür im letzten Jahr den Grimme Online Award bekommen. Rise and Shine mit Mintu dran und Vanessa Wu, die haben jetzt in ihrer Folge veröffentlicht ein Storytelling über die vietnamesischen Boat People. Fantastisch, wirklich richtig, richtig gut. Der Anhalter von Sven Präger und Stefan Beuting war eines der ersten Projekte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das so ein Storytelling gemacht hat. Und auch mega spannend ist von Radiolab der The Other Latif Podcast. Weil Latif Nasser, der Produzent, hat genau eine einzige Person auf der Welt gefunden, die genauso heißt wie er. Und diese Person sitzt in Guantanamo ein. Kleiner Spoiler. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe jetzt schnell genug gemacht, damit wir noch Zeit genug haben für die ganzen Fragen, die ihr habt. Genau, ich hau mich mal eben aus der Präsentation raus, damit wir uns wieder angucken können. Schön, dass so viele noch da geblieben sind. Vielen Dank. Eure Fragen. So, Paul hier. Ja. Ein paar Fragen gab es schon im Chat, die würde ich vielleicht tatsächlich dann als erstes mal vortragen, wenn niemand jetzt eine ganz dringende Frage hat an dich. Ansonsten gerne die in den Chat oder jetzt auch, jetzt dürft ihr eure Mikros auch wieder anmachen und eure Kameras, wenn ihr das möchtet, auch gerne. Es wird zwar noch aufgezeichnet, aber vielleicht finden das nicht alle so schlimm. Ansonsten, gibt es irgendwas ganz Wichtiges noch? Gut. Von Medienbüro Kim, wenn du so eine lange Geschichte als Podcast machst, so ein kleines bisschen bist du darauf ja schon eingegangen. Wie viele Teile produzierst du dann und gibt es eine gute Länge, die sich bewährt hat? Du hast gesagt, es gibt keine vorgegebene Länge, aber hast du so ein Pi mal Daumen-Gefühl, was gut ist? Nee, das kann, also es richtet sich wirklich genau danach, wen will ich eigentlich erreichen. Wenn ich zum Beispiel einen News-Podcast habe, der irgendwie morgens um 6 Uhr die Leute auf dem Weg zur Arbeit erreichen soll, dann ist es wahrscheinlich ungünstig, wenn ich den 1:30 lang mache. Zum einen, weil ich so viel Zeit gar nicht habe, dann müsste ich ganz früh anfangen zu produzieren. Und zum anderen auch, die meisten Menschen werden so zwischen 15 und 20 Minuten zur Arbeit fahren.
dann sollte der möglichst nicht wesentlich länger sein, weil sonst könnt ihr den nicht fertig hören. Ne? Wenn ich was mit Storytelling mache, dann können die gut mal 1,30 sein. Auch der Denkangebot-Podcast zum Beispiel von Katharina Nokun, den ich auch sehr empfehlen kann, weil die sich mit Themen wie Datenschutz auseinandersetzt, aber auch das sehr hörbar macht. Die hat einen Erzählbogen, der ist 1:30 lang oder auch mal 2 Stunden. Den kann sie nicht kürzen. Aber das Gute ist ja, ich kann ja auf Stopp drücken. Ja, so, das kann ich beim Radio nicht, aber bei einem Podcast kann ich auf Stopp drücken, wie bei einem Hörbuch. Und dann höre ich halt später weiter. Ich würde das wirklich vom Erzählbogen abhängig machen, davon, wen ich erreichen möchte, wann ich diese Leute voraussichtlich erreiche. Auch dazu gibt es Informationen im Online-Audio-Monitor, also wann Leute was hören. Und davon würde ich es abhängig machen, von meiner Zielgruppe. Wenn ich zum Beispiel jetzt nur so Manager habe, dann reichen vielleicht 10 Minuten, weil die eh nicht länger zuhören. Die sind ja immer busy. Ne? So. Also wenn ich unterhalten will, können 5 Minuten reichen. Ich kann aber auch 1 Stunde lang jemanden unterhalten. Ich finde, das ist eine Frage der Zielgruppe, was da optimal ist und was nicht. Super, vielen Dank. Du hast auch schon so ein kleines bisschen diese Frage beantwortet, nämlich von Dorothee Timm. Verdienst du damit Geld? Du hast gesagt, nein, es ist dein Hobby in dem Fall tatsächlich, aber siehst du denn Möglichkeiten mit Podcasting auch Geld zu verdienen, vielleicht sogar außerhalb von etablierten Redaktionen? Ja, definitiv. Also es gibt auch PodcasterInnen, die damit Geld verdienen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel und ob sich das trägt. Aber Rise and Shine hat ein spendenfinanziertes Modell. Der Halbe Kartoffel-Podcast von Frank Jung hat ein spendenfinanziertes Modell. Ich glaube, bei Riff Reporter gibt es auch spendenfinanzierte Modelle. Das Ding ist halt nur, da wo ich Spendenfinanzierung habe, muss ich halt auch trommeln ordentlich. Und dann geht viel Zeit fürs Marketing drauf. Spenden kommen halt nicht einfach so zu mir. Ne? Und wenn ich einen Podcast mache, ich will damit Geld verdienen, dann muss ich da all in gehen. Das kann ich dann nicht mehr so nebenbei im Hobby machen. Und wenn ich all in gehen würde bei einem Podcast, würde ich auch nicht 3 machen, sondern einen Podcast und wahrscheinlich auch nur noch die Hälfte so viel arbeiten. So, das ist eine Frage des Aufwands und der Zeit. Und ich verdiene jetzt mittlerweile Geld eben mit Workshops, aber nicht mit dem Podcasten an sich. Auf die nächste Frage gab es auch schon einen Link im Chat, aber hast du noch einen kleinen Tipp, vielleicht auch eine persönliche Vorliebe? Wie kommst du denn, wie kommt man denn an Musik, vor allem für einen Podcast-Jingle oder vielleicht auch zur Unterlegung als Hintergrundmusik? Ja, das ist eine gemeine Sache. Ich habe eine Freundin, die ist Musikerin und die komponiert mir alle meine Musiken für alle meine Podcasts auf Anfrage, als Freundschaftsdienst. Ansonsten kann man welche kaufen. Ich sehe schon gerade hier, Ria hat einen Link zu Premium Beat. Genau solche Angebote kann man dann nutzen oder man wendet sich. Es gibt auch immer mehr ProduzentInnen am Markt, die exklusiv für Podcasts produzieren und schließt sich mit denen kurz. Das würde ich gerade Unternehmen für Unternehmenspodcasts empfehlen, weil man dann einfach so ein Alleinstellungsmerkmal hat. So. Und für die Aufnahmequalität, hast du da so ein paar Tipps für Nicht-Radiojournalisten, fürs Einsprechen und fürs Sprechen vor allem, also fürs wirklich vor dem Mikrofon sprechen? Also viele von uns haben eine SprecherInnen-Ausbildung, ich auch. So, ich habe das irgendwann gelernt, deswegen war es aber leider am Anfang immer noch nicht gut. Das muss man üben, üben, üben. Es gibt wenige Naturtalente, lasst euch aber nicht ins Boxhorn jagen. Am besten spricht man frei. Bei geschriebenen Text vorlesen ist auch nicht immer so leicht für viele Leute. Man bekommt dann so einen Erzählerduktus, geht mir genauso. Ich muss da auch mal wieder auf mich achten und so. Sprecht frei, wenn es geht. Und der Pro-Tipp ist, wenn ihr mit mehreren Leuten podcastet, dann kann man das so machen, dass man einfach ein Mikrofon auf den Tisch stellt. Dann hat man aber nur eine Spur. Wenn man was rausschneiden will, sind oft beide Stimmen weg. Also versucht es so zu machen, dass wirklich jede Person ein Mikro hat und dass es keine Mikros sind, die kompletten Raum mit aufzeichnen. Das heißt, besorgt euch Mikros mit Nierencharakteristik. Ich habe Sennheiser E85 oder 385. Moment, ich muss mal gucken. Bevor ich euch was Unsinniges erzähle. Genau, 845 war es. So. E845, die kosten so um die 100 Euro. Der Vorteil ist, wir sitzen an einem normalen Schreibtisch uns gegenüber und meine Stimme ist aber trotz allem sehr wenig auf dem gegenüberliegenden Mikrofon. Genau. Aber ansonsten auch dazu, es gibt auf der Seite vom Sendegate
eine so lange Liste mit Mikrofontests. Da hat jemand alle Headsets, alle Mikrofone mit immer dem gleichen Satz besprochen, sodass man hören kann, wie das klingt und danach eine Auswahl treffen kann. Ein sehr guter Service. Und ich fasse mal ein paar Fragen zusammen. Mehrere Leute interessiert es, wie viele NutzerInnen du eigentlich hast, beziehungsweise wie groß deine Zuhörerschaft ist. Und wie schaffst du es denn, dass dein Podcast trotz des riesigen Angebotes dann immer noch bekannter wird? Also wie funktioniert Podcast-Marketing? Also macht euch keine Illusionen. Ich habe nicht Millionen von Podcast-Hörenden. Ich habe auch nicht mehrere 10.000. Ich bin ein Niemand, muss man sagen. Ja? Also ich bin jetzt nicht Jan Böhmermann. Ich bin auch nicht Olli Schulz. Mich kennt keine Sau. Wenn ich möchte, dass jemand meinen Podcast hört, dann muss ich das im Prinzip persönlich an die Einzelperson herantragen. Oder ich nutze eben Twitter, Instagram, LinkedIn, ja, Berufsnetzwerke sind auch gar nicht so schlecht, habe ich festgestellt, um Podcasts zu vermarkten. Ich muss einen riesigen Aufwand betreiben dafür. Wir hatten das Glück, dass wir einmal empfohlen worden sind vom CT-Magazin mit unserem Philosophie-Podcast. Ja, das muss man sich auch vorstellen. Aber daraufhin hatten wir einen riesen Ansprung. Also da haben sich innerhalb, nach diesem Artikel hat sich unsere HörerInnenzahl verdoppelt oder Abrufzahl. Und seitdem wachsen wir ständig. Und den zweiten Peak gab es, als uns der bekannte Podcaster in Deutschland, Holger Klein, der hat so ein ganzes Podcaster-Netzwerk, Vrindt, das kennt ihr vielleicht. Genau, der hat uns einmal empfohlen und danach hatten wir wieder einen riesen Ansprung. Also das sind schon solche Sachen, man muss im Zweifel bei anderen Podcasts mit mehr Reichweite auftauchen, sich vernetzen hilft immer, auftreten, also seid einfach sichtbar auch im realen Leben. Ist jetzt gerade schwierig, ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber im Prinzip, und erwartet keine sprunghaften Anstiege. Also auch da, Bekanntheit ist halt einfach ein hartes Geschäft und organisches Wachstum dauert. Das macht man nicht innerhalb von 2 oder 3 Monaten. Also es sei denn, man macht es unseriös, aber gut. Und gibt es denn andersrum, hast du festgestellt, dass dir dein Podcasting mehr Anfragen als Speakerin, als Journalistin gebracht hat? Also ich bekomme jetzt natürlich Anfragen als Podcasterin, weil ich als Podcasterin am Markt bin, als Journalistin nicht. Also auch ich bin ja in einem Jahr 2-mal für den Grimme Online Award nominiert worden mit der Anachronistin und mit Was denkst du denn? Das hat ungefähr auf mein berufliches Umfeld gar keinen Eindruck gemacht. Null. Was ich ein bisschen, ja, ich hatte gedacht, dass es irgendwie eine andere Aussage gibt, aber gut. Was halt funktioniert, ist, ich gebe Workshops und dann werde ich weiterempfohlen. Aber das liegt nicht an meinem Podcast, ich glaube, das liegt eher an der Art, wie ich weiß nicht, ob man das so aneinander bringt. Im Prinzip ist auch das tägliche Arbeit. Also ich arbeite daran, ich freue mich, wenn Menschen mich empfehlen. Ich sage natürlich auch, ne, wenn euch das gefallen hat, empfehlt mich gerne weiter. Und ansonsten knüpfe ich Kontakte. Genau. Und ich glaube, jetzt als Podcasterin bin ich einfach gefragter als Sportjournalistin. So, das hat irgendwie... Ja, vielleicht ist es exklusiver, aber genau, ja. Es wird dann noch gefragt nach dem Hochladen von Podcasts, also vielleicht, wo du deine Podcasts hochlädst, ja, und welche Möglichkeiten es ansonsten noch gibt. Spotify, Soundcloud, du hattest schon ein paar genannt. Genau, also was ich mache ist, ich benutze nicht die Soundcloud, aus dem Grund, dass sie nicht auf europäischen Servern hosten. Ich bin bei Podigy, Podigy. Ich schreibe das eben hier in den Chat parallel, podigy.io. So, das ist Werbung, ja. Ich werde nicht von denen bezahlt dafür. Die haben einen einzigartigen Verkaufsgrund. Die hosten auf europäischen Servern und sind by Design datenschutzkonform. Ich finde, das ist sozusagen das Verkaufsargument für mich, ja. Dass ich nicht auf amerikanischen Servern gehostet werde, dass ich die Kontrolle über meine Daten habe. Und sie bieten mir eine Ein-Klick-Lösung, damit ich auf auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und so weiter stattfinde. Das hilft mir auch, weil sie dafür bürgen, dass ich, wenn ich Musik drin habe, ne? Also zum Beispiel, dass das GEMA-konform ist oder so, weil das ist so da, wo Spotify die privaten Podcaster mit spitzen Fingern anfasst, weil sie da nicht in Regress genommen werden wollen. Da ist sozusagen Podigy zwischengeschaltet. Super, vielen Dank. Als letzte Frage noch, vielleicht zum Abschluss eine kleine Anekdote auch. Zum einen, was gibt es denn für Tipps zu Fehlern, die man als Anfängerin vermeiden kann? Und von mir ganz persönlich, was war denn so dein
Lieblingsfehler, den du selbst gemacht hast, den du uns verraten magst? Dein Lieblingsanfängerfehler. Mein Lieblingsanfängerfehler war tatsächlich, in diesen Podcastmarkt reinzugehen und zu denken, ich hätte die Welt erfunden und dann festzustellen, dass da schon ganz viele Leute vor mir fahren und die das schon seit 10 Jahren machen und ich denen sozusagen, ich bin da so reingekommen, hey, hier komme ich, und alle so, ja, ist schön, dass du auch endlich da bist. Und ich so, so. Also guckt rechts und links, ne? Haltet euch nicht für den Nabel der Welt, guckt rechts und links. Die PodcasterInnenwelt ist sehr offen. Das ist eine Welt, in der es noch sehr viel Wertschätzung gibt. Also viele RadiokollegInnen sind überwältigt davon, was für ein positives Feedback man bekommt, wie toll die Community im Umgang miteinander ist. Erhaltet euch das. Also guckt euch das an, guckt euch im Sendegate um, nehmt die privaten kleinen PodcasterInnen wahr, die nicht so professionell produzieren, aber tolle Inhalte machen. Und ich glaube, mit dieser Wertschätzung kommt man am Ende ganz weit und lernt vor allen Dingen extrem viel. Ja, Nora, vielen, vielen Dank. Wenn es jetzt noch keine Fragen gibt, dann sind wir fast pünktlich fertig mit 2 Minuten nach 1 Uhr. Ganz großartig. Ja, ich hätte noch eine, wenn wir noch Zeit hätten. Ja. Ganz kurz. Ja, was hältst du davon, dass Spotify und Fayo und so weiter, die kaufen sich ja die ganzen Sachen zu und du kommst ja nur noch über die Spotify-App rein und nicht mehr über Podcatcher. Hast du da Angst davor oder findest du es gut, dass da Geld in den Markt kommt? Was heißt Angst? Angst habe ich davon nicht. Ich finde es halt traurig. Ich finde es traurig, Systeme abzuschließen. Ich kann es aber auch verstehen, weil du natürlich, also die schmeißen ihr Geld nicht raus, die machen da kein Ehrenamt. Ne? Also viele Leute, die bis jetzt Podcasts gemacht haben, haben im Prinzip Ehrenamt gemacht und gesellschaftliches Engagement. Gerade wenn man sich anguckt, was im Bereich Diversity passiert ist. Ne? Jetzt hat das einen Impact auch auf die Medienlandschaft, aber die haben einfach irgendwann angefangen zu senden, sei es jetzt mit Kanakische Welle, mit Rise and Shine, mit, wie heißt das, hier mit Anna Dushime, der Podcast, ich komme gerade nicht auf den Namen so schnell, aber die haben sozusagen die Radiowelt und die Medienwelt verändert und haben dafür keine Kohle bekommen. Es ist natürlich super, wenn die auch dafür Geld verdienen, dass es dann deswegen eine Plattformkonkurrenz gibt. Ich finde das schlimm, ehrlich gesagt. Das ist halt die Kommerzialisierung des Podcastings. Ich bin ganz von tiefstem Herzen Vertreterin der freien PodcasterInnen-Szene. Ich habe auch meine Podcasts zum Teil deswegen nicht auf Spotify, weil ich zum Beispiel nicht will, dass in der Anachronistin irgendwann mittendrin Werbung gespielt wird von Spotify. Und dann ist halt gerade jemand gestorben und die machen Werbung für Kästner. Für mich funktioniert das nicht. Aber ich würde niemanden verurteilen dafür, dass er für die Arbeit, die er leistet, auch Kohle bekommt. Das geht halt. Also, ne, da sind halt Zwänge. Das, was ich im Hobby mache, das ist ganz schön dumm von mir, ökonomisch gesehen. Dankeschön, Nora. Ich danke euch. Vielen Dank. Und viel Spaß noch bei Besser Online mit den anderen Panels. Tschüss. Dankeschön.